Immobilienfachbegriffe, Buchstabe B. Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis, auf einem Grundstück ein Bauwerk zu errichten. Das Baugesetzbuch regelt in 249 Paragraphen alle Themen zum Thema Baugenehmigung und Baurecht. Baulast sind öffentliche Lasten, finden sich im Grundbuch wieder in Abteilung 2 und werden oft gebraucht für das Thema Bebaubarkeit von Grundstücken. Ein Beispiel für eine Baulast ist zum Beispiel, wenn man ein Grundstück teilen möchte und auf dem hinteren Teil des Grundstücks ein Gebäude errichten möchte, wird man über eine Baulast sicherstellen, über ein sogenanntes Wegerecht, dass man über das vordere Grundstück immer zu dem Grundstück kommt. Sonst bist du in der Situation, dass du hinten ein Haus hast und der Eigentümer des vorderen Grundstücks kann sagen, du kannst aber über mein Grundstück nicht rüber. Das Thema Baulast wird im Baulastenverzeichnis geführt. Das kann man online beantragen, einen Auszug aus dem Baulastenverzeichnis, um sicherzustellen, welche Belastung das Grundstück gegenüber der öffentlichen Hand oder gegenüber Nachbargrundstücken hat. Um ein Gebäude zu errichten oder einen Baukörper zu errichten, braucht man eine Baugenehmigung. Die Baugenehmigung ist tatsächlich mit relativ hohen Kosten verbunden, weil man Architekten beauftragen muss, die Pläne zu erstellen und so weiter. Insofern gibt es in den meisten Bundesländern die Möglichkeit, im Rahmen einer Bauvoranfrage mit der Baubehörde sein Vorhaben zu besprechen und eine kostengünstige Information zu bekommen, ob es aussichtsreich ist und ob das Vorhaben genehmigungsfähig ist, ohne eben viel Geld auszugeben im Vorfeld. Eine Baugenehmigung muss Regelung eines Bebauungsplans berücksichtigen, der in der Regel von der Gemeinde erstellt wird. Aus dem Bebauungsplan geht hervor, welche Art von Gebäuden und welche Art von Nutzung ein Grundstück haben darf. Es gibt Wohngebiete, Mischgebiete, Gewerbegebiete, Höhen, Auslastung. All diese Dinge findet man, wenn es einen Bebauungsplan gibt, als Regelwerk für eine Baugenehmigung. Das werden viele von euch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Wohnungen gehört haben. Es ist tatsächlich so, dass ein Kaufvertrag über Eigentum der Beurkundungspflicht unterliegt. Das ist, glaube ich, Paragraf 311b BGB, in dem geregelt ist, dass eben eine Eigentumsübertragung beurkundet werden muss von einem Notar. Der wirkliche Zweck dieser Regelung ist, das soll sowohl Verkäufer als auch Käufer vor übereilten Entscheidungen schützen. Der Bodenrichtwert soll eine Orientierungshilfe darstellen über den Wert eines unbebauten Grundstücks. Den Bodenrichtwert ermittelt der Gutachterausschuss. Der Gutachterausschuss bekommt tatsächlich eine Kopie jedes geschlossenen Kaufvertrages. Das ist tatsächlich überraschend, ne? Also jeder Kaufvertrag geht an den Gutachterausschuss. Die ermitteln einen Bodenrichtwert. Der Bodenrichtwert soll eine Orientierungshilfe für das unbebaute Grundstück geben, sagt aber tatsächlich relativ wenig über den Marktwert aus, weil erst der Wert eines Gebäudes oder das, was man auf ein Grundstück bauen darf, tatsächlich den Marktwert am Ende bildet. Aber der Bodenrichtwert soll eine Orientierungshilfe geben für den Kaufpreis eines unbebauten Grundstücks. Das ist tatsächlich auch eine Belastung im Grundbuch, in Abteilung 2 zu finden, wo sich Grunddienstbarkeiten befinden. Anders als bei Grunddienstbarkeiten, wo es zum Beispiel ein Wegerecht gibt, wo man von Grundstück A über Grundstück B laufen darf, ist die beschränkt persönliche Dienstbarkeit tatsächlich beschränkt auf eine namentlich benannte Person. Und das Recht, auf einem Grundstück etwas zu tun, zum Beispiel Herr Schmidt darf sein Schaf über mein Grundstück führen. Dann darf nicht jeder mit einem Schaf über das Grundstück, sondern nur Herr Schmidt.
Das werden viele schon gehört haben, denn es gibt eine Neuregelung. Das Bestellerprinzip wurde eingeführt am 23.12.2020 und regelt, wer einen Immobilienmakler bezahlen muss und das vor allen Dingen im Mietrecht. Das heißt, derjenige, der den Makler bestellt hat, muss ihn auch bezahlen.